so. Da, scheiß Voraussetzungen im Korb. Da, bitte sehr. Guck mal, ich mach's noch ein bisschen größer für dich. Vielleicht raffst du es dann auch mal ein bisschen. Oh, Junge, Junge, Junge. Na, endlich mal ein richtiger. Meine Güte, ey, echt. Was ist denn heute los mit euch? Aus Angst rausgegangen, ja. Hier, bau den Scheiß oben und dann geht's los. Dann bauen wir jetzt mal richtig Zerschnapp. Let's go. Endlich hab ich mal einen richtigen Mate dabei. Meine Güte, ey. Echt, das ist eine Anfänger-Map, Leute. Niemals würde ich mit euch irgendeine schwierige Map in Schimpansen machen. Könnt ihr knicken? Sein Mod hat's geschafft. Grafik einfach nicht. Nice Titel, Leo. Danke dir jetzt. Moin, Simon das. Ich mag's, wenn Darky sauer ist. Hi, kann ich später auch rein, in der Hoffnung, dass ich diesmal nicht crashe, also falls ich es reinschaffe. Wie in der Hoffnung? Also wenn du die Woche schon mitgespielt hast, darfst du nicht. Dann musst du anderen erstmal den Vortritt lassen. Der Fairness halber. Weil du hast ja dann schon die Woche, dann, wenn du die Woche, wie gesagt, schon da warst, drin warst. So, kannst du deinen bescheuerten Stachelbusch mal da hinten hinpacken? Das wäre echt geil, oben. Also ich würde es zumindest bei den sehr schweren Maps so machen, dass vielleicht der eine sein Headplatzchen dann schon geht oder das ganze Geld an dir spendet. Das ist ja dann, ja gut, ich meine, ich will schon die Leute, dass die beide drin sind, ne? Und gerade Maps, die ich im Singleplayer gemacht habe, habe ich keinen Bock, einen Coop auch noch alleine zu bauen. Habe ich überhaupt gar keinen, ne, will ich gar nicht. Finde ich voll ungeil. Finde ich nicht so geil. Wie lange ich schon keinen Schimpansen mehr gespielt habe. Holy moly. Moin, Brawl Stars. Wie gefühlt nur 5 Leute aus dem Stream kompetent sind. Ja, du scheinbar auch nicht, oder? Alter, warum setzt ihr denn immer nur da hinten? Du hast einen riesigen Radius open. Setz ihn nochmal dahin. Das wäre voll geil. So, du sagst, I hate you und sagt dem Ding setzt eine Nagelfabrik, ja? Das ist auch mal eine Option. Lass die mal setzen. Ich würde sie ungern hier hinten hinsetzen, oder? Oder machen wir es doch hier hinten hin? Na, warum nicht? Aufgeschissen. Ich habe Angst vor Darky. Was? Ich bin noch ein zartes Kätzchen. Moin, Baby Kackbratze. Wie kommt man auf so einen Namen? Ubo Spam geht auch auf der Map, aber ich will mal wieder mit Zornreden spielen. Moin, Kolja. Taschenspieler. Noob Jenny, alles klar. Ein bisschen Range dazu ist auch geil. Na, kann er da vielleicht noch ein bisschen angreifen, wenn wir dann später das Affenlauf dann noch hinsetzen? Oh, er ist leider nicht hängen geblieben an dem Nagel. Danke, danke, Owen. Endlich hast du es mal hinbekommen. Einfach besser Turm, change my mind. Ist so. Das ist einfach der Game Breaker. Der Game Changer. Zwei Notre Dame, die Best gegen Herzblumen Challenges. Ja, oder man baut einfach einen. Hat der Busch gar keine unendliche Haltbarkeit mehr? Haben die so viel verändert? Meine Güte, ey, kommt mir gar nicht alles bekannt vor. Ich würde da wahrscheinlich einen Affenlauf hinsetzen wollen. Yo, easy peasy. Jetzt haben die automatisch mehr Range bekommen. Alter, guckt euch die fette Range an. Ist das krank, ey. Sechs Stück waren es gewesen, oder? Die man bauen musste. Bis zu 5 Mal auf einem einzelnen Ruin, yo. Easy peasy. Puh. Glaube ich, mach das erstmal. Ich glaube, die Nahfabrik ist jetzt nicht so stylisch. Dass ich das alles hinbekommen würde. Oh, schade, kriegen wir letzten nicht hin. Nee, das ist ein bisschen
bisschen zu viel erwartet. Wobei, ich glaube, das müsste reichen, wa? Gerade wenn sie auch, ich glaube, wenn Oberstufe 11 ist, kriegen ja alle Druiden nochmal einen dickeren Buff. Mit Max, aber soll ich dir helfen? Als ob du mir helfen könntest, Alter. Es geht ja nicht darum, dass ihr mir helft, sondern dass wir einfach diese Mission schaffen. Ich meine, ich habe sie alleine schon geschafft. So ist es ja nicht, ne? Ist ja nicht so, dass ich sie noch nicht gemacht hätte. Oh ja, Jenny, hau mal ab, ne? Ah, kriegst du einen Doppel-Timeout, alles klar. Moin, Flint Taggart, vielen Dank für dein Follow. So, dann bauen wir doch gleich mal die. Wir müssen erstmal alle auch so bauen, ne? Kriegen wir den Moab down? Oh, gute Frage, ne? Warum so sauer? Weil ich Inkompetenz nicht so leiden kann. Bin ich nicht so ein Fan von, weißt du? Haben wir aus der Dschungeltrommel? Ich glaube, das ist effizienter, wenn wir einfach mal fünf Druiden dann buffen damit. Die Druiden sind einfach super strong, Alter. Holy moly. Mir geht's gut, Spieler, und dir? Also jetzt wieder. Ich habe mir gestern Street Party Musik gekauft und hab sie mega fight. Ist so, die ist einfach beste Musik. Beste Musik. So, let's go. Moin, versuche auch gerade alle Maps auf Chimps halten, um Solo-Modus. Ja, Solo-Modus ist deutlich einfacher. Aber leider habe ich die alle im Singleplayer schon, ne? Das ist halt das Schadige daran, dass ich sie erst im Koop noch spielen muss. Was haben wir hier? Koop, Chimps. Ich glaube, ich habe die mal Chimps-Schimpanse genannt, ne? Schlittschuhe! Was könnt ihr? Das ist ein guter Titel. So, darf man auf 023 machen? Ja, wir werden erstmal ein bisschen hier ein bisschen machen. Der Mob ist schnell weg, ja. Das ist einfach gelöscht worden. Einfach die Löschentaste gedrückt. Gio, das weißt du auch, wann du mitspielen kannst oder wann nicht. Die Frau brauchst du nicht immer wieder stellen. Ansonsten timeout ich dich immer wieder dafür. Weil du warst jetzt schon in Dutzenden Streams, aber du kennst die Antwort immer wieder. Das ist also reines Getrolle von dir. Da bin ich kein Fan von. So, alle haben eine 3. 4, ich brauche trotzdem immer noch einen, ne? Ey, warum hat der schon 4? What, Alter? Jetzt raff ich gerade nicht. Naja, mal schauen. Mit Dschungeltraum schießt nicht schneller. Was? Wirklich? Und ich dachte, ich habe die 1600 Dollar nur investiert, damit es schön aussieht. Hey, warum hat der vorher schon 4 gehabt? Bin ich behindert? Weil der irgendwo in der Range drin ist, aber. Hä? Okay, das habe ich nicht ganz verstanden. Großes Fest ist schon. Es ist zu spät oder zu früh. Je nachdem, wie man es sehen möchte. So, jetzt haben wir alle eine 5. Sehr gut. Jetzt müssen wir sparen. Was wir machen werden, ist, glaube ich, erstmal ein Affen-Nachrichtendienst, oder? Ich glaube, er ist der Einzige, der aktuell Metall kaputt machen kann, ne? Das finde ich irgendwie nicht so geil. Übrigens ist er stark, aber Klon der Republik ist noch stärker. Star Wars. Und dann bin ich ein Star Wars-Fan. Da gelügt, ihm geht's nicht gut. Tava ist, das darf er zu lügen. Musst du nicht 6 Druiden machen? Jo. Korrekt. Machen wir erstmal Affen-Nachrichtendienst, oder? Glaube ich, ist besser. Feier deinen Humor, ich habe doch gar keinen. Gibt es eigentlich schon eine Chimps-Technik für die Map Schlucht? Nee. Zumindest scheinbar nicht im Singleplayer. Lieber 2 Alchemisten? Also klar, Alchemisten sowieso. Ich meine, das kostet 8000. Wir können ja mal gucken. Von den Kosten her. Sind die, glaube ich, etwa identisch und sie bringen deutlich mehr. Okay, wenn ich stärkere Stimulanz jetzt mache, dann ist das noch deutlich teurer, als einen Affen-Nachrichtendienst zu bauen. Aber ich baue den Affen-Nachrichtendienst später so oder so. Das ist klar. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal einige, die Metallrapport machen können. Das ist gut.
boosten sich nicht selbst. Nee, nee, also nicht sich selbst. Aber wie kann der denn 4 haben? Dieser Druide konnte 4 haben, alle anderen hatten aber nur 3. Das funktioniert halt nicht, ne? Deswegen habe ich mich gewundert. Es müssten alle Druiden außer einem die 4 haben und nur einer eine 3. Aber es war ja genau andersrum. Es hatte einer eine 4 und alle anderen eine 3. Wie soll das denn funktionieren? Ah, das hat mich halt verwundert. Ich höre mal, dass der da drüben den Baum hinmacht. Da drüben. Der bleibt nämlich endlos, der Baum. Hi Dark, wie seid ihr schon wieder live? Hi Niklas, weil ich Bock habe. Mir geht's gut, Waffel, und dir? Ja, das Geld überweisen ist echt nervig. So, wir sparen jetzt auch hier auf diese 48.600 auf diesem Druiden. Ja. Taschen, Suikun, moin GG Stars. Ja, und mach trotzdem bitte, die boosten sich nicht selbst. Hey, das ist immer noch keine Antwort auf meine Frage gewesen, Bruder. Du hast nicht auf meine Frage geantwortet, Schwesterherz. Wir sind schon Runde 63, easy peasy. Den Baum verschwende ich dafür mal lieber nicht. Moin, Sese! Mir auch danke deiner Frage, sehr gerne. Ich frage immer sehr gerne nach, wie es euch geht. Sehr wichtig, die Zuschauerbindung aufrechtzuerhalten. Doch, weil der mit 4 boost war nur auf Stufe 3, deswegen konnte er die anderen nicht boosten. Hast du auch wieder recht. Naja, ihr habt absolut recht. Hm. Habt ihr recht? Nein, ihr habt nicht recht. Leute, wir machen gleich eine Paint. Ich mach gleich eine Paint-Zeichnung, okay? Habt ihr recht? Na doch, ihr habt recht. Ja, doch, ihr habt recht. Scheiße. Der Twitch hat recht. Oh nice, endlich. Davis, ich habe übrigens gestern gesehen, dass du in dem Stream von Perry gewesen bist. Der Stream ging heute übrigens bis 6:30. Also vor. Was haben wir jetzt? Vor 6 Stunden sind die offline gegangen, weil die so lange immer wieder Subs bekommen haben. Das war schon echt lustig gewesen. Ich habe mir das Video die nochmal angeschaut. Und Leute, Streams, LOL, KJP, LOL, KJP. Scheinbar seid ihr, kann man das Geräusch nicht ausschalten? Ja, man müsste sich allgemein den Sound ausschalten. Er kann ein bisschen Geld erstmal sparen. Ich meine, ich brauche jetzt sowieso 48.600. Moin, Domi. Also, wer vom Discord-Server ist, der müsste eigentlich eine Nachricht bekommen haben von mir, ne? Mit der Everyone-Nachricht. Ich habe doch Everyone gemacht, ja. Also, ihr müsst dann alle eine Nachricht bekommen haben. Aber Daki, du hast einen Skin drin, da ist es kein Baum. Das stimmt, das ist ein Portal. Daki hat seine Paint-Zeichnung. Paint-Zeichnung? Eine Pain. Max Paint-Zeichnung. Wir haben immer recht, naja, ausnahmsweise. Es gab schon genügend Situationen, wo ihr nicht recht hattet, ihr Plebs. Wie jetzt? Scheiße, wir müssen Folge. Vielleicht kommt morgen sogar noch einer. Morgen ist nämlich Feiertag in Berlin. Und ich habe ehrlich gesagt nichts anderes zu tun. Ich kann aktuell eh nicht viel mehr aufnehmen, weil ich einfach zu viele Projekte am Laufen habe. Das heißt, ich muss eh was anderes machen. Und das ist doch stimmt die perfekte Gelegenheit dafür. Ich war richtig lange bei ihm, yo. Ich war auch irgendwie bis um 1 Uhr nachts oder so, war ich diese Nacht da. Aber da war ich einfach zu müde. Ich habe auch so überlegt, yo, ich hau einfach mal 100er Subgift rein. Und damit die einfach noch 1,5 Stunden mehr streamen müssen, aber naja. Da war es mir mein Geld dann doch nicht wert. Ich meine, der hat einfach mal über 5000 Euro brutto in dieser Stream-Session gemacht. Das ist so abartig, ey. Fast 2200 Subs haben die gehabt. Mal rechnet. 2200 Subs. Mal 5. Das ist das, was insgesamt ausgegeben wurde für die Subs. Und die Hälfte davon kriegt er halt, ne? Also mindestens die Hälfte. Das heißt, 5500 Euro netto brutto hat er einfach bekommen. Das ist schon abartig. So, wir brauchen noch ein bisschen Money. Moin, Kartoffelsaat. Wissen die, dass du ein... Wer ist denn die? Nee, Perry kennt mich gar nicht. Ich bin einfach nur ein Zuschauer. Ich bin jetzt zwar schon seit 2 Jahren Sub, aber ich bin einfach meistens nur im Lurken im Chat. Ich schreibe in Streams sehr, sehr wenig, weil ich einfach nur mich berieseln lassen möchte. What do you mean? Ich war gestern auch da, im Gegensatz zu dir. Was? Wo meinst du? Bei Perik? Ab welchem Level ist dein Spieler gut? 155? Ne, 156. Ab 156 bist du richtig gut in dem Game.
Ich meine, bei den zwei Affenteilnehmer kann man unter dem Bild, glaube ich, den anderen stumm schalten. Ach so, ja, hast du recht. Aber ich glaube, das zählt nur für die Emotes, nicht für das Geld spenden. Ich glaube nicht für die. Wir können es mal probieren. Let's go. Kann aber, wenn er jetzt was Geld spendet, ich glaube aber nicht, dass es die. Nee, nee, es hilft nicht. Das sind die Emotes. Das sind nur die Emotes. So, 48.600. Let's go, Leute. Wir werden den hier benutzen. Da gibt noch ein Eichenherz. Und dann gibt man hier gleich mal einen Daumen nach oben. Party! Love is in the air. Wollt ihr auf die neue Heldin? Naja, ich freue mich nicht mehr allzu viel, was es in BT6 gibt. Das Game ist einfach ausgelutscht, fertig aus. Finde ich zumindest. Für mich. Für mich. Nabin TV! Bist du heute mal keine 6 Jahre alt? Also wenn wir erstmal die stärkeren Stimulanzen bauen. Aber mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich hoffe, dir geht's auch gut, BienenTV. Vielleicht hast du ja heute wieder ein bisschen mehr IQ mitgebracht. Nein, hab im Mai wieder Berufsschule. Und mir will mir keinen neuen Google-Account erstellen, weil mein Lehrer dann wieder rumheult, dass sie mich wieder einladen müssen. What? Was meinst du? Ich weiß nicht, was du meinst. Okay, was machen wir mit den Nachfrage, Leute? Was bauen wir da hin? Ich glaube, dass nicht ein einziger mehr durchkommen wird. Aber wir werden es trotzdem machen. Ich denke, wir werden auch einen Affen-Nachrichtendienst bauen, ne? Damit ihr das safe immer die Metalldinger kaputt machen kann. Okay, was soll ich denn danach bauen? Wir bauen Permastacheln? So eine Noob-Taktik. Ich komme so einen Streamer an und check erstmal gar nicht. Der checkt auch nicht, was ihr da teilweise einige von euch schreiben. Ihr schreibt miteinander und ich weiß nicht, über was ihr redet. Ach so, dachte ihr, so richtige Bros. Als ich da kann er gesagt habe, hat er sich gefragt, what the fuck ist das? Da hoppt er. Ich hatte darauf reagiert, habe ich gar nicht mitbekommen. Teilzeit-Zombies, ey, willkommen, vielen Dank für deinen Sub, willkommen bei Mini-Hunters. Teilzeit-Zombie, das ist ja auch ein geiler Nickname. Ich finde Eichenherz komplett Trash, findest du? Wieso? Klar, wenn du stark, ich meine, das kostet nur 300 Gold, das kann man schon machen, das Perk, das ist okay. Ey, das ist eine Ente, von deinem U-Boot. Sub to Darker. Für 300 Gold, dafür, dass du alle Herzen benutzt, so normale benutzt, das ist das doch voll geil. Runde 98 wird schwer, ne, Runde 98 ist einfach. Affendorf abgerechnet, schon gemacht. Permastacheln. Und dann Permasprakes. Nagelsturm, Permastacheln, okay, wohl Permastacheln. 025er. Let's go, mit einem Alchemisten. Wobei, ich glaube, hier kommen eh nicht mehr viele durch, aber ist egal. Machen wir später auf jeden Fall. Und dann packen wir hier noch einen Säuremix hin, das heißt, der kann jetzt automatisch die Eisenballons kaputt machen. Wie viel Spielzeit hast du eigentlich in BT6? Uff. Also in Steam alleine 649 Stunden und nochmal 150 in der Ruhe, also fast 800 Stunden. Easy peasy. Patch, Tag Jacob, ist der Trash im Late Game. Ja gut, ich meine, das kostet 300 Gold. Ich meine, das sind 5 Blumen gefühlt. Kann man schon mal machen. Klar, auch im Late Game ist auch ein 024 Dartfeil abgescheiße. Ja. Aber wenn du es gebaut hast, kannst du nichts mehr machen. Eichenherz müssen sich in Challenges, wo es die extremen Herzbluts gibt. Bei sowas, bei solchen Challenges, der 220 Druide halt echt der King. Jo, ist richtig. Also ich muss schon sagen, dass er so günstig ist, ist echt krass. Dieses Upgrade. Das ist schon mega strong. Aber es ist auch für den gleichen Zweck wie das Eichenherz. Das musst du für Jungle Jumps ohnehin upgraden. Nope. Es gibt einen Unterschied. Das Affendorf verhindert nur, dass sie sich erneuern können innerhalb seines Radiuses. Dieser Angriff hingegen verwandelt die Herzmunds automatisch in normale Bloons. Das ist ein deutlich besseres Upgrade, muss man sagen. Deutlich besser. Also es ist ein riesiger Unterschied. Alter, der Schaden ist so heftig, man. Wir werden hier noch einen Alchemisten hinklatschen. Und noch einen Säurepool hier hin. So, damit. Ich glaube nämlich, der wird selten geflaskt. Kann man da noch einen hin. Streamt der auf Twitch? Ich streame mich auf Twitch, nee, nur auf YouTube.
So, du kannst hier gerne mal in dein ich glaube, ich bin eh dann, ne? Ich bin fertig mit Upgrades. Im Prinzip kannst du dann dein U-Boot aufrüsten. Weil ich brauche nichts mehr. Ich bin fertig. Ich kann nichts mehr machen. Du kannst dein U-Boot ruhig aufrüsten. Auf Top Sub-Commander. Wobei das jetzt wahrscheinlich eh egal ist. Die letzten zwei Runden. Aber jetzt kommt Runde 99. Ich sag euch, easy. Die Zaumring-Taktik ist viel zu strong. Die kam nicht mal bis zu meinem Dings hin, weißt du? Oh yeah. Danke, Sir Schnapp. Ich habe die Hoffnung in den Chat nicht verloren. So, damit haben wir auch diese Map, seht ihr hier. Geschwarzt. Ne? Schöne schwarze Chimps-Medaille. Mega nice auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall gleich zur nächsten. Ne? Zur nächsten Map. Und dann haben wir hier 17. Und ich habe 26 im Singleplayer. So viel unterscheidet sich das tatsächlich nicht.